Der Fall Snowden wird zur Chefsache. Willkommen zu Was geht ab Shorts. Ich bin Steven. Und ich bin Rick. Hi. Vor 2 Wochen wollte Obama noch nichts von der Snowden-Affäre wissen. Wenn ich es nicht sehe, ist es nicht da. Auf seiner Afrika-Reise meinte er noch, es wäre nicht seine Sache, Putin deswegen anzurufen. Doch jetzt ist Obama anderer Meinung und sprach mit Putin. Boah, diese bipolaren Politiker. Bei einem Telefonat ging es um den Status von Edward Snowden. So das trockene Statement aus dem Weißen Haus. Was die Staatsmänner genau beredet haben, ist nicht bekannt. Ich mag dich. Ich dich auch. Sicher ist, dass man über das Medienspektakel gesprochen hat, das Snowden mit seinem Auftritt im Transitbereich des Moskauer Flughafens veranstaltet hat. Und was ist da passiert? Dort hat er sich am Freitag mit 2 Aktivistinnen getroffen, die schon Julian Assange bei seiner Flucht geholfen haben. Der Typ von WikiLeaks? Der Typ von WikiLeaks. Snowden will jetzt temporär Asyl in Russland beantragen, nachdem andere 20 Länder ihn eine Abfuhr erteilt haben. Wir wollen dich hier nicht. Das US-Außenministerium, was für Snowdens Auslieferung zuständig ist, war über Snowdens Auftritt in Russland gar nicht amused. Sie waren ziemlich angepisst. Man sei enttäuscht von russischen Offiziellen und Behörden, die dieses Treffen ermöglichten, indem sie diese Aktivistinnen in den Transitraum gelassen haben. Doch Snowden hat noch weitere Asse im Ärmel. Nun meldet sich ein Reporter des britischen Guardian zu Wort. Er sagt, Snowden könnte der amerikanischen Regierung mehr Schaden in einer Minute zufügen als jede Person zuvor. Rekorde kann man brechen! Außerdem sagt er, dass die USA hoffen soll, dass Snowden nichts passiert. Wenn ihm was passieren würde, würden alle Informationen, die er noch hat, mit einem Schlag veröffentlicht werden. Nun ist die große Frage, was sind das für Informationen? Das könnte ziemlich brenzlig werden. Was haltet ihr von der ganzen Snowden-Affäre? Ist er ein Held oder ein Verräter? Und was haltet ihr davon, dass Deutschland ihm kein Asyl gewährt? Schreibt's in die Kommentare. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen und informiert. Und falls ihr mehr News haben wollt, dann lasst doch ein Abo da. Abo da, Abo da, Abo di Badubi, Adubi da mit der Budi. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.